In der Vergangenheit war die islamische Welt ein Leuchtturm für die Menschheit, das Zentrum des Fortschritts und des Wissens. In diesem Reich gab es eine Perle mit dem Namen Bagdad. Diese Stadt war bekannt für ihre Kultur, ihren Reichtum und ihrem Wissen. Sie war eine Hochburg der Gelehrten. Dies wusste auch der Führer von Rom. Er schickte einen Abgesandten nach Bagdad. Doch was wollte der Führer von Rom damit bezwecken? Er wollte den Islam und die Muslime der damaligen Zeit herausfordern. Worin? Im Islam. Diese Nachricht erreichte den Kalifen, also ließ er die Menschen versammeln, unter ihnen auch angesehene Gelehrte. Der Mann aus Rom hatte drei Fragen. Er stieg auf eine erhöhte Plattform und hielt eine Rede. Ich bin mit drei Fragen gekommen. Wenn ihr diese beantworten könnt, dann werde ich ein großes Maß an Reichtum zurücklassen, welches ich vom römischen König mitgebracht habe. Was die Fragen betrifft, sind es folgende. Erstens, was war vor Allah? Zweitens, in welche Richtung blickt Allah? Drittens, womit ist Allah in diesem Augenblick beschäftigt? Die Menschenmenge war still. In der Mitte dieser hervorragenden Gelehrten und Schüler des Islam war ein Mann mit seinem jungen Sohn, der das alles beobachtet hatte. Da sagte der Junge, oh mein lieber Vater, ich werde ihm antworten und ihn zum Schweigen bringen. Also bat der Junge den Kalifen um Erlaubnis zu antworten und er bekam die Zustimmung, dies zu tun. Der Römer sprach nun den Jungen an und stellte ihm seine erste Frage. Was war vor Allah? Und der Junge sagte, weißt du, wie man zählt? Ja, sagte der Mann. Dann zähle von 10 abwärts. Also begann der Römer abwärts zu zählen. 10, 9, 8, bis er die Zahl 1 erreichte und aufhörte zu zählen. Aber was kommt vor 1, fragte der Junge. Da ist nichts vor 1. Das ist es, sagte der Mann. Also dann, wenn es vor der arithmetischen 1 nichts gibt, wie kannst du dann erwarten, dass es etwas vor dem einen gibt, welcher die absolute Wahrheit ist, dem Ewigen, dem Immerwährenden, dem Ersten, dem Letzten, dem Offenkundigen, dem Verborgenen? Der Mann war erstaunt über diese Antwort, welcher er nichts entgegenbringen konnte. Also fragte er, dann erzähl mir, in welche Richtung blickt Allah? Bring eine Kerze und zünde sie an, sagte der Junge. Und dann sag mir, in welche Richtung die Flamme blinkt. Aber die Flamme ist nur Licht, es breitet sich in jede der 4 Richtungen aus. Norden, Süden, Osten und Westen. Es blickt nicht nur in eine Richtung, sagte der Mann verblüfft. Der Junge meinte darauf, wenn dieses Licht in alle 4 Richtungen strahlt und du mir nicht sagen kannst, in welche Richtung es blickt, was erwartest du dann von Nuru Samawati wal Ard? Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Licht über Licht. Allah sieht in alle Richtungen, jederzeit. Der Römer war verblüfft, dass es hier einen Jungen gab, der die Fragen auf eine solche Art und Weise beantwortete und dem er nicht widersprechen konnte. Also versuchte er verzweifelt, seine letzte Frage zu stellen. Bevor er dies tun konnte, sagte der Junge, warte, du bist derjenige, der die Fragen stellt. Und ich bin derjenige, der die Antworten gibt. Es zeugt nur von Gerechtigkeit, dass du hierher herabsteigen sollst und dass ich dorthin aufsteige, wo du jetzt stehst, damit die Antworten, auch wie die Fragen, von allen klar gehört werden können. Dies erschien dem Römer vernünftig. Also stieg er runter von der Plattform und der Junge stieg hinauf. Danach wiederholte der Mann seine letzte Frage. Sag mir, womit ist Allah in diesem Moment beschäftigt? Der Junge antwortete stolz, in diesem Moment, als Allah subhanahu wa ta'ala hier auf der Plattform einen Lügner und Spötter des Islam fand, ließ er ihn absteigen und erniedrigte ihn. Und was jenen betrifft, der an den einzigen Allah glaubt, er erhöhte ihn und brachte die Wahrheit hervor. Er ist tagtäglich in jeglichem Einsatz. Dem Römer blieb nichts anderes übrig, außer die Stadt zu verlassen und besiegt in seine Heimat zurückzukehren.
Geehrte Geschwister, dieser Junge war und ist ein Vorbild für die islamische Umma. Dieser Junge war kein geringerer als Nu'man ibn Thabit ibn Sultan oder besser bekannt als der große Gelehrte Abu Hanifa rahimahullah.